So, dann reden wir mal mit hier. Mädel. Ach, noch ein Mädel, guck mal. Aber das ist wirklich ein Mädel. Und die Eltern waren krass. Guten Tag. Oh. Ich habe von eurem Erfolg mit dem Schattensyndikat gehört. Ja, ja. Ich hatte gehofft, eure Talente auch für mich nutzen zu können. Wunderbar. Ich bin Madel Feld vom Imperialen Geheimdienst. Und ich soll hier einen Aufstand niederschlagen. Nee, das wird jetzt nicht richtig gut. Wir befinden uns im sogenannten Duros-Sektor. Aber es leben nicht nur Duros hier. Fremdartige Flüchtlinge aus der ganzen Galaxis haben sich hierher gerettet. Und zwar vor uns. Jetzt hat sich ein Anführer herauskristallisiert, der die verschiedenen Spezies vereinigt. Sie nennen ihn die Flamme. Und wir haben ihn schon zweimal getötet. Jedes Mal taucht er wieder auf. Die Einwohner behaupten, er sei unsterblich. Wenn der Typ 9 Leben hat, muss ich leider jedes einzeln berechnen. Nur der Imperator selbst kann von sich behaupten, wirklich unsterblich zu sein. Aber ihr sollt die Flamme gar nicht töten. Noch nicht. Unser einziger Geheimagent in seiner Bande ist neulich aufgeflogen und wurde ermordet. Scheiße. Die Flamme hat darauf bestanden, die Leiche auf dem Rana Marsplatz öffentlich auszustellen, um uns zu verhöhnen. Wenn sie versuchen, euch zu ködern, dann wollen sie etwas von euch. Ja, es ist zweifelsohne eine Falle. Aber sie haben einen Köder, dem wir kaum widerstehen können. Alles, was unser Agent herausfinden konnte, seine gesamten Aufzeichnungen, haben sie gut sichtbar an seine Leiche geheftet. Aber jedes einzelne Team, das ich aussandte, wurde in Stücke gerissen. Vielleicht bringt nur ihr es fertig, in die Falle zu tappen und mit heiler Haut davonzukommen. Oh. Nur gegen einen Vorschuss. Aber sicher, wir haben ein stattliches Budget. Der Geheimdienstminister ist recht besorgt wegen dieser Revolte. Wir brauchen die Aufzeichnungen unbedingt. Admiral Jeff and Orange wird heute eintreffen, um das Problem zu besprechen. Sobald ihr die Aufzeichnungen habt, benutzt ihr das sind 30% von dem, was ich eigentlich kriege. Wir können nicht zulassen, dass sie einen unserer Leute derart zur Schau stellen. Ich glaube, so funktioniert das hier nicht. Naja, okay, dann warte mal. Also hier geht das weiter, aber auf dem Weg dahin können wir auch das hier machen. Das ist der Handlungsbogen, ja. Ich habe das Level resettet, um so mehr Modulplätze frei. Ja. Ah, okay. Dafür musst du die resetten, das finde ich aber auch ein bisschen schmu. Ehrlich zu sein. Auch nicht so geil. Okay, meine Freunde, ich muss, wie immer, habe ich was davon, euch zu töten. Ihr seid die Ersten, an denen wir es erfahren. Ja, habe ich. Okay, 10 Stück. Na, das kriege ich ja wohl hin. Ich musste mich nur ein bisschen konzentrieren. Jetzt habe ich ja ganz doll Kopfschmerzen. Komm. So. Du bist halt dafür eine Waffenskette. Ja, aber. Okay. Also eigentlich ist es scheißegal, ob du das machst oder nicht. Der Charakter ist zwar Level 1, aber du hast ja noch deine ganzen Fortschritte. Dann verstehe ich es ehrlich gesagt noch weniger, aber okay. Warum soll ich dann meinen Charakter resetten? Das ist zwar noch 1, aber wenn du alles behältst, dann verstehe ich den Sinn dahinter überhaupt nicht. Aber muss ich auch nicht. Das ist ja das Gute daran. Guck mal, Mensch, das haben sie aber schön gemacht hier, finde ich. Also, das ist schon toll. Verbrannt habe ich den nämlich jetzt. Ja. Okay, das ist einer, der hält viel aus. Hätte ich gerade einfach unsichtbar gemacht? Wenn es hier noch andere Gegner geben würde. Okay. Na, irgendwie ist das dumm. Boah, okay, das hat reingehauen. Das hat richtig reingehauen. Also, ich habe keine Module
Was? Außerdem kannst du sonst deine Module nicht upgraden, weil zu wenig Modulslots, wenn du die... Ja, aber dann kann man... Also ich finde es trotzdem Quatsch. Weil man, das hätte man ja auch anders machen können, als hier auf Level 1 zu machen. Aber okay. Gut. So, da ich gerade hier bin, machen wir auch mal unsere Klassenquest weiter, würde ich sagen. Macht ja Sinn. Sonst muss ich jetzt hier zu viel hin und her und überhaupt. Ist ja auch blöd. Aber jetzt gibt's hier jetzt werden wir mal Tacheles reden, meine Freunde. Hey, das ist ja gar nicht Gords Casino. Willst du mich bedrohen, kleiner Kerl? Kopfgeldjäger? Wirklich? Ah. Das war alles, was ich wissen musste. Der hält seine Waffe irgendwie falsch. Aber ist okay, hey. Jedem das seine, ne? Das ist aber richtig haarig. Und die lassen wir natürlich nicht am Leben. Ist ja wohl Klärchen. Ah. Ich wollte gerade sagen, ist mir egal. Zu spät, kleine Schweinchen. Die macht auch ganz cool mit, ne? Obwohl sie dagegen ist. Naja. Mir ein bisschen traurig jetzt. Die Falle ist entschärft. Hier habt ihr die Aufzeichnungen. Lasst mal sehen. Diese verfluchten Rebellen. Die Flamme plant einen Überfall auf Admiral Jeff and Onge. Das darf er nicht erfahren. Ich sollte doch... Was genau soll ich nicht erfahren? Admiral Jeff and... Sir, ich bitte um Verzeihung. Das hier ist... Ich weiß, wer ihr seid. Sag's doch einfach, ihr habt mein Gott. Vermögen erworben. Indem ihr für das Imperium arbeitet. Ich hab was für ein Vermögen, Alter. Verdient. Seid ihr eher als Agentin Madel bereit, mir zu verraten, welcher Drohung wir gegenüberstehen? Steckt die Flamme dahinter? Könnt ihr euch vorstellen, was er gegen euch persönlich haben könnte? Die Flamme weiß bestimmt, dass ich mit den Hutten kommuniziert habe. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das Imperium Geschäfte im Wert von Milliarden Credits aus Narshada abziehen wird, wenn Sie den Aufstand nicht unterdrücken können. Euch zu töten wäre ein wahrer Triumph für die Flamme. Er soll lernen, wie töricht es ist, das Imperium anzugreifen. Ich lade euch ein, dabei zu sein, wenn ich mich mit den Hutten treffe. Eure Taten haben das Kartell schwer beeindruckt. Yay. Was ich für Aufträge annehme, entscheide ich selbst. Ich meinte das als Absprache zwischen Gleichgestellten. Die Hutten haben Respekt vor euch. Wenn ihr Interesse habt, würde ich vorschlagen, dass ihr zuerst alle Rebellen, die möglicherweise auf der Lauer liegen, und unschädlich macht. Ich gehe bald zu meinem Treffen und hoffe, euch dort zu sehen. So wie ich Admiral kenne, würde ich euch raten, jetzt zu gehen. Er erwartet sicher, dass der Weg zum Treffpunkt frei ist, bevor er aufbricht. Ja, gut, da kann ich jetzt auch nichts mehr. Ja, das nehmen wir. Schön. Na komm. Hier muss ich... Nee, halt stopp. Warte, hier dann. Achso. Guter heißen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Jetzt, wo die da so steht. Achso, 12 Stück. Ja, dann machen wir. Warte, 12 Stück soll ich. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin.
Hat er alles zusammengezogen? Nice. So, wir brauchen aber noch ein paar von euch. Noch ein paar mehr als mehr. Noch ein paar mehr als mehr. Genau, noch ein paar mehr als ein paar. Drei Stück und die haben wir hier. Sehr schön. So, alle tot. Lang lebe der Imperator oder so. Der Zimperator. Hä? Ach so. Ich dachte, jetzt geht's hier auch los, aber nee. Ich bin... Ah nee, stimmt, die andere ist ja was ganz anderes. Die andere ist ja... Ist zwar auch Kopfgeldjägerin, aber die ist ja imperiale Agentin. Könnte man natürlich auch weiterspielen. Mit dir möchte ich nicht kämpfen. Aber da fehlt mir halt so der ganze Anfang quasi. Das ist dann ein bisschen... Schon blöd. Auch mal gucken. Ja, nee, mit euch muss ich gar nicht kämpfen, Alter. Dann kämpfe ich mit euch auch nicht. Ich habe gar keine Lust. Ja, wenn er da reinläuft, ich bin ganz ehrlich, da kann ich jetzt auch nichts für. Ne? Da bin ich ja gar keine Aktien drin. Da. Die Flamme, guck sie dir an, du. Riesen, du, Alter. Das ist ein sehr, Alter, das ist ein richtig riesen, groß. Hallo, ich muss näher an dich ran. Das ist nicht euer Kampf. Das Imperium hat kein Geld an euresgleichen verschwendet, um den Frieden meiner Welt zu zerstören. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben. Ihr seid also der Mann, der glaubt, er könne das Imperium besiegen. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Nur, dass ich es muss. Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist! Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt. Vernichtet ihn! Moment. Wer sich gegen das Imperium stellt, hat kein Recht zu leben. Ja, aber wir sind doch gar nicht beim Imperium. Dass ich nicht so leicht sterbe. Ihr habt vergessen, dass ich auf eurer Welt war. Ich kenne das Geheimnis eures Volkes. Gendai haben kein Herz und kein Gehirn, das versagen könnte. Man kann sie nur töten, indem man ihren Körper zerstückelt und verstreut. Ah. Aber wir haben doch schon milliardenfach bewiesen, dass ihr nicht unsterblich seid. Leben die denn dann? Wie viele von euch konnten damals davonkriechen? 2 oder gar 10? Tötet ihn! Tötet sie alle! Wie leben die denn ohne Herz und Gehirn? Also, hä? Wie denken die denn? Wie machen die denn überhaupt? Wie gehen die denn auf? Also, das ist ja alles verrückt. Okay, wir haben jetzt natürlich... Ich wollte gerade sagen, der wird ein bisschen schwerer, aber es sieht nicht danach aus, ob der wirklich schwer wird. Ist tot. Ich bin nicht zufrieden, dass wir gesagt... Also Imperium ist mir doch scheißegal. Als ich euch bat, mich zu begleiten, konnte ich nicht wissen, dass ich euch am Ende mein Leben verdanken würde. Natürlich nicht. Ich rufe Agentin Madel an und erzähle ihr, was passiert ist. Den vollen Bericht solltet ihr dann liefern. Meine Leute und ich bleiben hier, um sicherzustellen, dass die Leiche des Gendai vernichtet wird. Werdet ihr mir die Credits transferieren?
Oder macht das Agentin Made? Keine Angst, Kopfgeldjäger. Das Imperium ihr hört sich dann, als ob die Agentin Made sagt. Aber es würde auch Dank passen. Dank für eure Dienste. Bitte. Mensch. Das ist ja... ja, toll. Schließen. Irgendwann. Habt ihr euch um alles gekümmert? Keine weiteren Probleme? Gut, sehr gut. Meine Leute suchen nach Hinweisen auf Eidolon. Bis jetzt ist es ruhig. Wahrscheinlich beobachtet er die Situation. Wirklich? Es ist an der Zeit, dass wir was dagegen tun. Ihr nehmt mir die Worte geradewegs aus dem Mund. Wenn ich Eidolon aus dem Weg räume, würde mich das Kartell zu einem echten Boss mit einem eigenen Clan machen. Und dafür müssen wir nur einen kleinen Attentäter und sein kleines Unternehmen vernichten. Klingt nach einem guten Geschäft, was? Also wir ist ja schon mal falsch. Der Jäger würde mich von hier fortbringen. Ich helfe Eidolon zu finden und komme von hier weg. Marco hat das gesagt. Wenn Marco das versprochen hat, respektiere ich das. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Ich schulde euch was. Da das jetzt geklärt ist, kümmern wir uns wieder darum, Eidolon Security aus dem Geschäft zu drängen. Einer von Eidolon Securities Werbesprüchen lautet: Ihre Geheimnisse sind unsere Geheimnisse. Was ist ja super. Wenn wir all diese vertraulichen Informationen öffentlich machen würden. Das ist ausbaufähig. Ausbaufähig? Macht ihr Scherze? Stellt es euch nur vor, jeder Vertrag, jedes zwielichtige Geschäft, die Sicherheitsspezifikation aller Kunden von Eidolon, alles für die Öffentlichkeit einsehbar. Hey Anuni, wofür bezahle ich dich? Wie stellen wir Eidolons Aufzeichnungen ins Holonetz? Das ist schwierig. Eidolons Holonetz-Empfänger sind im Netzzugriffssektor und werden schwer bewacht. Man muss sich da reinhacken, um an die Aufzeichnungen zu kommen. Zuerst muss man an Sies Verschlüsselungsprogramm vorbei. Man braucht Sies Codes von ihm selbst und einen hervorragenden Hacker, um in Eidolons Netzwerk zu gelangen. Sie ist ein Bith-Ingenieur, der beste Holonetz-Sicherheitsexperte, den es gibt. Er wird euch diese Codes nicht so einfach geben. Wo finde ich diesen Sie? Sie arbeitet momentan für ein republikanisches Unternehmen namens Nebula Communications. Ich schlage vor, dass ihr euch den Weg in Nebulas Büroräume im Industriesektor freischießt, eine Wache schnappt und sie dazu bringt, euch zu sagen, wo sie ist. Ja. Hast jetzt farblich natürlich überhaupt nicht, aber na gut. Wert sein. Na gut. Hallo, Kevin. Euer Ruf eilt euch voraus, Kopfgeldjäger. Der war schon hier, hat schon Mission gemacht und ist wieder gegangen. Missionsleiter dieses Außenpostens. Wenn ihr Arbeit sucht, seid ihr angeheuert. Der Imperator hat mir befohlen, ein großes Rätsel dieses Sektors zu lösen. Ein Komplex, der vor Jahrhunderten von einem Sith namens Darth Revan konstruiert wurde. Bei seiner Fertigstellung versiegelte Revan im Inneren eine mysteriöse Fracht, zusammen mit vielen fremdartigen Sklaven. Seitdem hat niemand den Komplex verlassen oder betreten. Ja, wieso super? Wie super. Aber ich sag dazu mal Folgendes. Ich hab schon runtergeladen. Der Komplex steht seit Jahrhunderten hier und niemand ist hineingelangt? Revans Sicherheitsvorkehrungen sind geheim im Untergrund. Vor allem im Untergrund, vor allem im Hintergrund habe ich es runtergeladen. Verteidigungsgeschütze und einen anscheinend endlosen Vorrat an Attentäter-Droiden geschützt. Beeindruckende Technologie. Wir haben mehr als ein Jahrzehnt versucht, diese Verteidigungen zu durchbrechen. Deswegen musste ich auch kurz mit Mara raus. Ich musste in den Keller und von da den Download starten. Was für ein Haufen nutzloser Idioten. Ich habe erst vor kurzem das Kommando übernommen. Meinen Vorgängern mangelte es, wie soll ich sagen, an Einsicht. Ich habe entdeckt, dass die Verteidigungssysteme des Komplexes den Reaktoren in diesem Sektor Energie entziehen. Ich suche gerade irgendwas, aber ich weiß nicht, was. Die Besitzer dieser Reaktoren wissen nichts davon. Leider sind es unsere Feinde. Möglicherweise doof. Republikanische Sondereinheiten, Verbrecherkartelle und Söldnerarmeen. Das darf ich nicht zeigen, dass wir 18? Niemals freiwillig abschalten. Hä? Was ist das? Ja, komm. Ich mach das.
Aber nur, weil du es bist. Schnuggelputz. Eure Feinde werde ich schon überzeugen. Ich verlasse mich darauf. Um Zugang zu Revans Komplex zu erlangen, muss jeder Reaktor abgeschaltet werden, der seine Verteidigungen versorgt. Wenn nur ein einziger aktiv bleibt, gelangen wir niemals hinein. Viel Glück. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist trotzdem was, was du nicht zeigen darfst. Okay, warte mal, wir haben hier einen Punkt. Was ist das? Na, bring die Nebula Communications ein. Was? Ach, ich soll da eindringen. Oha. Alles klar, ich dringe da richtig ein. Change. Also alles gehört dazu jetzt, oder was? Sind das alles drei Sachen? Nee. Das ist Energieausfall. Was ist denn Energieausfall? Für was ist das jetzt schon wieder? Wenn du dann einen Punkt hast. Ja, sowas in der Art ist es, ja. Kann man nicht zeigen. Wenn man einen Punkt hat, kann man auch einen Komma zeigen. Ja. Ja, du wolltest auch mal Striche zeigen bei all den Punkten und Kommas, ja. Aber der Strich ist so klein, den sieht man nicht. Was soll ich hier eigentlich machen? So. Richtig. Dinge. Geh weg. Man könnte auch sagen, oder der Strich ist so groß, den könnte man als diesen Unkenntlichkeitsbalken benutzen. Würde auch gehen. Oh. Hier in Star Wars oder wo meinst du jetzt? In Star Wars meinst du? Ja. Da hast du permanent Musik im Hintergrund. Gibt, glaube ich. Boah, ich könnte mich jetzt irren, aber ich glaube, es gibt... Nee, warte mal, gehe ich jetzt erst dahin? Ja. Aber dann kann ich das auch gleich machen. Es gibt, glaube ich, nichts, wo es... Also, keinen Moment, wo es keine Musik gibt. Die ist immer im Hintergrund. Also, das ist zum Beispiel Kampfmusik. Jetzt könnte es eigentlich auch wieder aus, weil der Kampf ist vorbei, aber ist egal. Ein bisschen Abwechslung ist schon ganz nice. Und das ist zum Beispiel bei Minecraft das Ding. Da haben wir auch schon. Ich finde, die Musik ist super geil, aber sie ist viel zu wenig dabei, ne? Das ist echt schade. Hier ist gar keiner mehr. Ich glaube, der wurde gerade getötet. Huch, hallo. Bringt mir das jetzt auch was? Wie Ärger im Anmarsch. Wir sind doch mitten im Ärger drin, dachte ich. Hinten hätte auch noch was. So, wo sind die Gegner jetzt hier? Kommt mal ran auf den Meter. Sehr gut. Da sind noch zwei Burschen. Oder Burschinnen. Kann natürlich auch sein. Hier noch irgendwas drin. Oh, zwei Gegner. Aber ich brauche nur 15. Ja, wobei, wenn ich da durch bin, ist schon wieder scheiße, ne? So, jetzt brauche ich noch 6. Ja, komm, dann mache ich die auch noch. Ist egal. Da werden zwar noch mehr sein, aber spielt keine Rolle. Hui. Ach komm, ja. Ja, das sind halt alles Klassen, die ich echt
übelst vernachlässigt habe, würde ich sagen. Ich sie nie wirklich gespielt habe. Auch ein bisschen doof. Also ich meine, Spaß machen die schon, ne? Vorzug zwar so die Jedi und Sith und sowas als Klasse, weil das macht halt mehr Spaß. Aber trotzdem ist das schon cool mit denen. Weil ich die Reichweite insane finde. So, haben wir. Tschüss. So, weiter geht's. Was muss ich jetzt tun? Ach so. Reaktor, Hutenkartell, abschalten. Kriegen wir hin. Und Sicherheitsdruiden auch noch. Auch das kriegen wir hin, pass auf. Machen wir den hier. Zack. Gut. Alter, er hat eine richtig fette Wurm in der Hand. Junge, Junge, Junge. Dass er nicht umfällt damit. So, ich muss mit dem jetzt nochmal reden. Oh, frech. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir haben hier nicht viele Credits. Ihr seid so gut wie tot, wenn ihr meine Zeit verschwendet. Wo ist der Biff? Der Sicherheitstyp vom Holonetz? Ist der in Schwierigkeiten? Das geht euch nichts an. Stimmt. Was rede ich da bloß? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Raumhafen. Er ist auf dem Weg nach Meckes 3 zu einem Geschäftstermin. Zu Meckes 3? Jawohl! Ich habe euch gegeben, was ihr wolltet. Ihr werdet mich nicht töten. Was Chicken Nuggets? Oder? Ihr seid ein Feigling. Huch, und ich hab mich hasse Feiglinge. Mir hat die Arbeit hier nicht mal gefallen. Scheiße. Das ist dann natürlich doof. Ihm hat es nicht gefallen, er stirbt dafür. Das ist wie ein Dude, der damals 3 Xboxen, diese Prototypen geklaut hat. Dann bei Microsoft angestellt wurde, dann haben die das rausgefunden, er wurde wieder gefeuert. Ist halt echt scheiße gelaufen. Ich habe keine Angst. Das ist schön für dich. Das ist sehr gut. Ich habe so das Gefühl, das hat ihn nicht irgendwie tangiert. Ich nehme jetzt wieder entgegen. Ja, perfekt, den treffe ich natürlich auch, obwohl er hinter der Konsole steht. Ist mir doch egal. Komm ich mal. Ah, gegen die bringt das gar nicht so viel. Toad ist tot. So, das haben wir auch. Kehre zu General Colvin zurück. Colvin, mein Freund. Ich habe leider keine Schnellreise gerade übrig. Blöd. Ich habe die Reaktoren erledigt. Jetzt sind die schicken Verteidigungsanlagen von Revans Komplex nutzlos. Großartig. Nach all diesen Jahren erfahren wir endlich, welche Geheimnisse Revan hinterlassen hat. Da ihr es ermöglicht habt, ist es nur fair, dass ihr Revans Komplex zuerst erforschen dürft. Findet heraus, was mit den fremdartigen Sachen geschehen ist, bergt Revans geheimnisvolle Fracht und kehrt mit euren Entdeckungen zurück. Ja. Gut, solange es mich hier wegbringt? Nun, da die Reaktoren deaktiviert sind, wird der Auftrag nicht mehr ganz so unmöglich sein wie vorher. Viel Glück. Und das ist ja eigentlich auch das Coole, wenn du noch anderen Leuten spielst zum Beispiel, dann kann sich jeder auf was anderes irgendwie spezialisieren und dann kann man sich natürlich auch unterstützen, was, also der eine macht Waffenbau, der andere Rüstungsbau oder keine Ahnung, als Jedi macht der eine Kunstfertigkeiten, der andere macht irgendwas anderes. Ah, sehr schön, das reicht für ihn. Aber für dich hat es auch gereicht. Aber einfach, um auch mal zu sehen, wie das mit denen hier ist. Weil beim Jedi weiß er, wie das funktioniert. Nicht gut, nicht gut. Also nicht gut, nicht gut. Ja, also dein Kopf ist falsch rum. Manu Meraka.
Namgampak Unakijak. Memgam Gangi Nina Gegwan. Amnirna Hanak. Kamperem Ganyam Bajiyang. Manikekum Bukam. Ja, ja. Also, auf jeden Fall. Jetzt, wo du es sagst, Mensch. Jetzt, wo du es sagst. Nee, da, warte mal, da will ich gar nicht hin. Ja, das ist gar keinen Sinn. So, die zweite Aufzeichnung ist hier. Ja, dann macht es auch wenig Sinn, aber ist okay. Ah, der Schuss, der ist schon strong, muss man sagen. Der ist schon Main-Fähigkeit. Ach scheiße, die hat noch Cooldown. Verstehe halt auch nicht ein Wort. Kala Ama Nani Mami. Lebig Bak. Bemkanaya Nugan. Elginim Naya Lak Unan Mege. Mem Amgab Kugab. Kramanik. Unkal Kiga Mayamak. Nakag Agib Kik Benabab. Neya Agam Berakaki. Kam Inu Nemuk. Naja Naya Akam Memnik Miraka. Beraka Karam Kara. Ninyamak Oramag Yang Megik. Meraka Kemyam Amgam Nemnu. Namgam Pak Unakijak. Okay, krass. Das hätte ich jetzt so natürlich auch nicht erwartet, dass er mir das jetzt sagt, ne? Bin ja ganz ehrlich. Nenua Imuk. Beraka Karamkara. Eninyamak Oramag Yangmegik. Ihr verschwendet eure Zeit. Revan ist seit Jahrhunderten tot. Bimkanaya Nugan. Ejinimnaya lag umnan. Das sage ich dazu. Yang Perluamka. Kalima Naya Kira. Nebua Ribok. Naya Narankam. Kala Ama Mani Mami. Lebig Bak. Eine solche Macht gehört in die Hände des Alter, die ist gegen alles, was ich sage. Das ist doch scheiße. Nule lag Apa Jam Kamgram. Amka Nem Nang Nemua Inuk. Manub Meraka Naja. Kinamabam. Yak Manala. Jukagi Nepaninu. Amkam Bina Bek Nemu Kemgram. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Hä, aber da stimmt es zu. Kemyam Amgam Nemnu. Namgam Pak Unakijak. Ja, komm. Also ganz ehrlich, jetzt kann ich auch nichts machen, ne? Bin ich jetzt, also, muss ich jetzt auch mal sagen, wie es ist. Ärger im Anmarsch. Nee, der Ärger ist schon da. Ah, der Ärger ist schon weg. So, ich nehme das jetzt mit einfach. Ne? So, ich kann wieder gehen. Tschüss. Okay, kehre zu General Colvin zurück, reise nach... Ah ne, Balmora ist was anderes, okay. Ich würde halt so gerne... Warte mal, kann ich hier so klicken? Aber den Fahrstuhl kann ich nicht hochklicken, das ist halt doof. Er wird sich, glaube ich, freuen. Ich habe Darth Revans Komplex geplündert. Das hier habe ich gefunden. Man kann die Energie förmlich spüren. Ja. Was ist es? Weiß ich nicht. Eine Art Gerät? Ein Ottomotor. Die Nachkommen von Revans Sklaven haben es angebetet. Sie nannten es ihren Ewigkeitsmotor. Faszinierend. Wenn Revan ihn versteckt hat, muss er erstaunlich mächtig sein. Diese Nachkommen von Revans Sklaven, die ihr erwähntet, sind die Fremdlinge noch am Leben? Die gibt es nicht mehr. Also schön. Ich bezweifle, dass sie für uns von Nutzen gewesen wären. Der Imperator wird erfreut sein. Ihr habt lobenswerte Arbeit. Minderwertiges Pack. Ich werde diese Maschine auf Drom und Kaas untersuchen lassen. Mit etwas Glück können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Stimmt. Solange alle zufrieden sind, bin ich es auch. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzzugriff erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Na klar. Ganz schön klein. Hutter.
Halt! Ich bin Major Damarus vom Imperialen Kriegsministerium. Schön für das dich. Das Imperium hat einen gefährlichen Auftrag für euch, Kopfgeldjäger. Ah. Er beginnt sofort. Klingt ja nicht so, als ob ich diese großartige Gelegenheit auch ablehnen könnte. Dies ist mein Partner, Kabura der Hutte. Sein Kartell leitet den Netzzugriffssektor, das Herzstück des gesamten galaktischen Holonetzes. Die imperiale Sicherheit steht auf dem Spiel. Es ist technisch unmöglich, die Abwehr der Hutten zu durchbrechen und so viel Kontrolle zu erlangen. Ihr müsst der Sache auf den Grund gehen, und zwar unverzüglich. Was geht mich das an? Durch eure Fähigkeiten seid ihr die ideale Person, um die Sache zu übernehmen. Es ist so gut wie unmöglich, ins Datenzentrum zu gelangen. Im Netzzugriff gibt es eine Reihe von gut bewachten Konsolen. Jede besitzt einen eigenen, zeitlich begrenzten Code. Beschafft sie euch alle und eilt dann zum Datenzentrum. Wenn ihr das Datenzentrum-Zugangsterminal mit allen Codes erreicht habt, melden wir uns mit weiteren Anweisungen. Verstanden? Alles klar. Die Codes beschaffen, die Konsolen zerlegen, mich bei euch melden, wenn ich dort bin. Viel Erfolg. Ja, na dann, Überfall auf das Datenzentrum. Hauptzugangscode. Konsole, wo ist denn das hin? Da ist es hin. Dann machen wir dich noch kaputt. Da haben wir nämlich alle reingehackt. War nämlich. Achso, jetzt muss ich noch weiter. Oh, kein Problem, machen wir doch. Ihr habt die Codes eingegeben. Ausgezeichnet. Ja. Kabura? Endlich. Begibt euch ins Datenzentrum, findet den Saboteur und schaltet ihn aus. Klar. Hoffentlich ist es das wert. Wer dem Imperium hilft, wird vom Kriegsministerium nicht vergessen. Damarus, Ende. Okay. Na dann. Endlich lohnt sich das auch ein bisschen geldtechnisch. 1000 Kredit sind natürlich besser als irgendwas mit 200 oder so. Alter, Doppelfingernails. Was? Wer ist es? Da seid ihr ja. Ich bin Axis, der Wissenssucher. Wie ihr seht, bin ich unantastbar. Wir werden jetzt eine Abmachung treffen, die für uns beide vorteilhaft sein wird. Der Kerl, der mich angeheuert hat, schien nicht an irgendwelchen Abmachungen interessiert zu sein. Ihr werdet die Abmachung eingehen. Es ist die einzig rationale Vorgehensweise. Ich erfahre alles. Alle Informationen, alle Geheimnisse, alle Daten der Galaxis. Mhm. Ich will gerne alles, was ich erfahre, an euer Imperium weiterreichen. Doch ich muss hier bleiben. Das ist die Abmachung, die ihr eingehen werdet. Ich überlebe und das Imperium bekommt Wissen und einen Vorteil. Warum sollte ich das glauben? Ich werde die Abmachung einhalten. Alles andere wäre irrational. Ihr habt mich einmal gefunden, also könntet ihr es auch wieder tun. Geheimhaltung ist für die Abmachung sehr wichtig. Die Hutten werden meine Gegenwart hier nicht dulden. Sie müssen also glauben, dass ich getötet wurde. Große Generatoren versorgen die Einrichtung. Ihr müsst alle bis auf den Notgenerator überladen.
Das wird die Einrichtung verwüsten und den Anschein erwecken, ich sei getötet worden. Scheint recht einfach zu sein. Ja. Solange der Notgenerator normal funktioniert, bleiben meine Schilde erhalten. Ich werde überleben. Und euer Imperium wird davon profitieren. Die Generatoren werden gut bewacht. Seid vorsichtig. Und freut euch auf das unendliche Wissen, das euer Lohn sein wird. Okay. Nein, dieses Wissen interessiert mich gar nicht. Bitte melden. Hier Major Damaros. Ich wurde bereits von diesem Access kontaktiert. Hallo, Herr Damaskus. Beeindruckend. Innerhalb weniger Minuten erhielt ich die Reisepläne aller republikanischen Senatoren für die nächsten 6 Monate. Krass, ne? Ich denke, ich habe einen kleinen Bonus verdient. Ihr werdet entsprechend eurer Dienste für das Imperium belohnt. Die Hutten haben noch nichts bemerkt. Ihre Notfallsysteme waren bereits hoch. Der Netzzugriff ist vorerst gerettet. Ich muss dem Kriegsministerium Bericht erstatten. Eure Hilfe wird nicht vergessen werden. Damaros, Ende. Ciao. Mit. Hätte ich den Planeten komplett durch in, weiß ich nicht, Stunden? Da ist mein Schiff. Nee, das ist halt nicht der Zenit. Spreche ich mit dem richtigen Mann? Sicherheitsexperte Sie? Ey, die sehen aus, als hätten die als Mund ein Arschloch drauf. Also, ihr gebt mir jetzt die Verschlüsselungsdaten für Eidolon Security, verstanden? Ihr widersetzt euch besser nicht. Werdet ihr unser kleines Gespräch diskret behandeln? Das war unser einziges Treffen. Ja. Jetzt hast du nie wieder recht. Aber das ist eigentlich ein guter Abschluss. Obwohl ich zu dem nochmal zurück soll. Aber das machen wir dann. Wir haben zwar unsere Belohnung noch nicht bekommen, aber das machen wir beim nächsten Mal.